Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 21. Dezember. Es ist verdammt fein, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir müssen in diesem Jahr nochmal über Stans sprechen. Es ist nicht das erste Produkt in dieser kleinen Videoserie in 2022, aber im Always-On-Jahr geht einfach alles um den Stand. Es dreht sich alles um den Stand. Das ist der Mophi Snap Plus Wireless Stand. Und sein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen, die ich bereits vorgestellt habe, ist, dass er sich mit einem Handgriff auseinandernehmen lässt und einpacken lässt. Und dann hat man den in der Tasche. Ich würde mir vorstellen, das ist so für den Business-Reisenden. Für jemand, der gerne in Meetings geht und sein iPhone aufgebockt vor sich sieht. Ein Handgriff und dann steht er. Das Problem ist natürlich, oder der Kompromiss ist natürlich so ein bisschen, dass das dann, wenn man so ein iPhone auflegt, halt nicht komplett wackelfrei ist. Also ich würde sagen, das ist halt der Kompromiss, den man eingeht. Lässt sich hochkant wie Breitbild hier aufhängen und steht dann. Steht dann vor euch. Wenn man es bedienen möchte, dann nimmt man es am besten runter, weil es wackelt dann doch zu sehr, um es auf diesem Stand zu bedienen. Aber dafür lässt er sich mitnehmen. Es ist eine Konstruktion, die sich in zwei Handgriffen, vielleicht ist auch nur einer, zusammenklappen lässt und einpacken lässt. Und dann hat man es überall, wo man es denn gerne aufbocken, aufstellen möchte. Mophi liefert ein Rundum-Sorglos-Paket um diesen Stand. Es liegt ein Netzteil bei, ein USB-C-Netzteil. Muss man ja mittlerweile separat erwähnen. Und sie haben so kleine Adapterringe. Man sieht die, die liegen hier so ganz, ganz dünn auf. Und die machen natürlich Telefone, die sich zwar kabellos aufladen lassen, so wie das SE, aber nicht magnetisch irgendwo rankleben lassen, zu MagSafe-ähnlichen Produkten. Also die laden dann darüber auch. Und der Adapterring ist dünn genug, dass auch eine Hülle drüber passt. Ich habe die mit dem iPhone offiziellen Apple-Hülle ausprobiert und es lässt sich da drüber ziehen. Die kleben natürlich so einfach auf der Rückseite. Es gibt natürlich auch Anleitungen, da kann man die ganz genau präzise positionieren auf einer jeweiligen Rückseite eines Telefons, was sich kabellos aufladen lässt, aber was keine Magneten beinhaltet. Das ist hier der Mophi Snap Plus mit integriertem Kabel, USB-C natürlich und der Funktion, dass es sich leicht auseinandernehmen lässt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's hier noch einmal weiter.